Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und begrüße euch zu einem neuen Let's Play Mobile. Das Game heißt Bubble Jet Raider und wurde von Vinicor App entwickelt. So, ich habe das Spiel gestartet, habe meine Sprache ausgewählt und jetzt werde ich mal als erstes hier nach oben und nach unten swipen. Da habe ich hier Spielen, Exit, ja, Credits. Okay, gut. Dann kann ich nach rechts und links auch noch, so spielt man, Hall of Fame. Okay, dann gucke ich mir mal an, wie man das spielt. Hier gibt es eine Erläuterung, dass es drei unterschiedliche Steuerungen gibt. Also einmal Balance, Swipe und Tap. So, Bonusgegenstände, also hier wird dann alles erklärt, wenn man das Spiel nochmal genauer wissen, also kennenlernen möchte. Dann gibt es hier noch eine Hall of Fame und die Einstellungen, ja, wo man Musik, Sound ein- und ausschalten kann oder leiser und lauter und auch die Steuerung einstellen kann. Ich werde jetzt mal die Standardsteuerung beibehalten. Ja, und bei der Hall of Fame schaue ich auch nochmal kurz vorbei. Das dauert jetzt wahrscheinlich einen Moment, bis das geladen ist. Also hier findet ihr, genau, hier findet ihr die ganzen anderen Spieler und könnt euch ein bisschen vergleichen mit denen. So, dann gehe ich jetzt mal zurück und werde mal das Spiel starten auf Spielen. Und jetzt bin ich mal schon gespannt, was mich erwartet, weil es hat ja bestimmt irgendwas mit Cloud oder sowas zu tun. Also vor allem, also vom Namen her, Bubble Jet Raider. Ich lasse mich einfach mal überraschen. So, ich soll jetzt hier auf die Kristalle tippen. Okay, also ich muss die Kristalle zerstören. Oh ja. Genau, Spiel vorbei, das ging schnell, 23 Meter bin ich weit gekommen. Also ich muss die Kristalle zerstören, sodass mein Mensch, mein Mann, in der Blase ganz bleibt und nicht an den Kristallen kaputt geht. Aber ich denke, das werde ich hinbekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, das muss ich jetzt nochmal probieren. Es ist ja klar, dass das beim ersten Mal nicht so gut klappt. Ich muss mich ja erstmal dran gewöhnen und gucken, was überhaupt abgeht. Aber ich kann auch übrigens mit zwei Händen, also mit zwei Händen spielen, mit links und mit rechts. Und immer auf die Kristalle tippen. Manche muss man öfter drauf drücken, auf manche nicht so oft. Also es liegt an den unterschiedlichen Farben, glaube ich. Oh, da ist jetzt hier was runtergefallen. Genau, da muss man nämlich auch immer aufpassen. Von oben können ja auch Kristalle runterfallen. Oh, jetzt bin ich kaputt gegangen. Punktzahl 70 Meter. Okay, jetzt bin ich schon mal weitergekommen. Jetzt kann man das hier übrigens auch auf Facebook teilen. Meinen Namen kann ich hier eingeben. Ja, mache ich jetzt, wie mache ich, nenne ich mich jetzt einfach mal Miri vielleicht, ganz ausgefallen. Und jetzt bin ich dann auch schon im Ranking drin, fertig. Und Sand, genau, 70 Meter, das ist zwar nicht weit, aber ich bin trotzdem ins Ranking gekommen. Und dann probiere ich das Ganze nochmal. Es ist ganz lustig gemacht, finde ich hier, vor allem in dieser 2D-Grafik. Und ja, also mir gefällt, ist mal was anderes, in der Blase durch die Gegend zu laufen und seinen Schützling zu beschützen, dass seine Blase nicht zerplatzt. Das finde ich ganz nett, die Idee. Und auch hier so schön bunt gestaltet mit den unterschiedlich farbigen Kristallen. Ich bin ein bisschen schlecht in dem Spiel, wie man sieht. Aber ich denke mal, wenn man das so ein bisschen übt, das, also es weckt so ein bisschen auch mein Ehrgeiz, weil ich denke mal, wenn man das übt, dann wird man bestimmt auch besser werden. Und dann fällt das einem auch nicht mehr so schwer. Also man muss da halt schön in den Fingern ein bisschen Gefühl haben, dass man die alle zerstören kann. Ich denke mal, wichtiger ist es auch, die unten zu zerstören. Also erstmal, bevor man die oben zerstört. Ah, den kann ich ja noch bewegen. Habt ihr das gesehen? Das habe ich ja jetzt erst rausgefunden. Da kann ich auch noch Gegenstände einsammeln. Ich habe eben irgendein so ein Juwel eingesammelt. Das ist cool. Also das heißt, man kann auch oben die wegmachen und den nach oben bewegen. Ah, okay. Ah, okay, Mist. Jetzt bin ich hier schon wieder im Kristall gelandet. Ich war zu langsam. Ja, aber man sieht, es ist auch eine Karten-Action-Game und besonders auch kommt die, also es erinnert mich so ein bisschen an einen Endless Runner, finde ich, wo man halt läuft und die ganze Zeit es weitergeht und man kann so lange spielen, wie man möchte, bis man halt Game Over ist sozusagen. Genau, jetzt waren es eben 86 Meter und ich kann den auch bewegen. Also ihr habt das gesehen, mit dem Finger einfach drauf und dann kann man den nach oben und unten verschieben. Mein Hero hier, genau, wird er mir angezeigt und so, dann werde ich das jetzt mal hier, ich hoffe, ich schaffe das mal weiter. Hier oben links seht ihr übrigens auch mein Highscore, also wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Knapp 36, ja 40 Meter sind es gleich. So, jetzt verschiebe ich den mal nach oben. Oh, okay, das war schlecht. Ja, das war schlecht. Ich hänge schon wieder in den Kristallen drin.
Ich mag halt die Kristalle, ne? Wer mag sie nicht? Ich hätte gerne so welche zu Hause. Damit kann man gut verkaufen und Geld verdienen. So, dann werde ich das mal senden. Ich möchte ja auch schließlich im Highscore oder in der Hall of Fame auftauchen und nicht irgendwie abgeschottet irgendwo, keine Ahnung, auf Platz 3000 spielen oder so. So. Okay, aber was ich gesehen habe, die anderen sind auf jeden Fall besser als ich. Aber naja, das werde ich bestimmt noch rausfinden, wenn man das hier öfter spielt. Ist auf jeden Fall lustig, finde ich. Und halt auch diese coole Funktion, dass man hier dann auch hoch und runter bewegen kann und dann diese Special Items einsammeln kann. Und natürlich, dass auch die Steine nicht irgendwie, also die Kristalle nicht man nur mit einem Druck sozusagen zerstören kann, sondern man öfter drauf tippen muss. Die unterschiedlich schwer zu zerstören sind. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich, oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt muss ich kurz zurückgehen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Genau, mein Name wurde jetzt auch schon gespeichert. Dann gehe ich mal auf Senden. Und dann werde ich mal kurz zum Home-Button zurückgehen. Ich bin, glaube ich, in diese Wasserebene geknallt. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. So, spielen. Und dann gucke ich jetzt mal in der Hall of Fame, ob ich da irgendwo auftauche. Oder vielleicht wird das ja schon am gleichen Punkt geöffnet. Das wäre natürlich ideal. Das dauert einen kleinen Moment, bis es geladen hat. So, mal gucken. Ich gucke mal lieber, glaube ich, ganz unten. Genau, da haben sich auch viele einfach nur Nick genannt. Also haben den vorgegebenen Namen drin gelassen oder Name. Da bin ich, hier. Miri, 53 Punkte. Das ist doch mal cool, dass man gleich gucken kann, wo man steht. Miri, 89. Ja, das war das Höchste. Cool. Also ich bin jetzt in der Hall of Fame drin. Ich bin Fame. genau, jetzt probiere ich das mal mit einer anderen Steuerung. Ach, ich habe das, glaube ich, falsch gemacht. Ich glaube, man hätte das so ziehen müssen. Egal, das probiere ich jetzt nochmal. Nein. Ja, genau. So, dann mit einer anderen Steuerung spielen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja mit der besser. Ihr könnt es ja auch selbst herausfinden, mit welcher Steuerung das bei euch am besten klappt. Ich werde jetzt einfach mal die zweite ausprobieren und gucken, was ich jetzt damit erreichen kann. Ob ich vielleicht weiter als 89 Meter komme, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es natürlich. Schön wär's. Ja, genau. Ah, ich glaube, ich hatte davor, man hätte das durchstreichen müssen sozusagen, wie bei Fruit Ninja oder so. Also so slicen oder wie man das nennt. Na, ah, geh hoch. Mann, jetzt hat er diesen Special Item versäumt. Ach so, okay, das war vorhin auch, wenn der in das Wasser fällt, dann geht er kaputt. Also die Blase ist ja klar, ne? So, dann gehe ich jetzt nochmal zurück ins Hauptmenü und probiere jetzt nochmal die dritte Steuerung aus. Die will ich jetzt natürlich auch nochmal testen. Und zwar die mit der, Balancieren, sage ich mal. So, spielen. Also dann muss ich das Handy in die Hand nehmen oder das Tablet, je nachdem, auf was für ein Device ihr das spielt. Und dann muss ich das kippen. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Aber wahrscheinlich muss ich nur kippen, damit ich ihn bewege, genau. Und trotzdem drauf tippen. Ah, okay, jetzt habe ich das. Seht ihr, jetzt habe ich das verstanden. Aber das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Wenn man sowieso das Handy in der Hand hat, ist es ganz praktisch. Als wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit den nach oben und unten verziehen muss. Wenn ich jetzt mal nach oben kippe, Achtung, zack, hat funktioniert. Oh, jetzt war ich zu schnell. Okay, jetzt ist er gerade wieder nach unten gedoppt. In seinem Bällchen. Ja, also was kann ich denn hier eigentlich noch machen auf diesen... Ah, da kann ich... Ja, das ist ein super Bild von mir, wie ich gerade aufnehme. Bei Facebook könnte ich das jetzt teilen, genau. Das ist eine, das machen wir jetzt mal weg, das sieht ja schrecklich aus. Das Bild will niemand sehen, wie ich hier am Mikro sitze und zocke. Ja, dann will ich jetzt noch einmal kurz die erste Steuerung ausprobieren, weil ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Ich glaube, das war mein Fehler. So, das probiere ich jetzt nochmal, ob man da wirklich nur so hin, also durchstreichen muss, sogar, oder sozusagen, ja genau, etwas durchstreichen muss, wie man das auch so schön nennt. Und so, dann probiere ich das mal. Nein, da muss man auch tippen. Okay, dann habe ich den Unterschied jetzt noch nicht so richtig verstanden, aber vielleicht findet ihr den ja raus. Ah, das ist ganz cool, finde ich, dass es hier so unterschiedliche Steuerungen gibt. Und man hier so... Also, man, das geht zwar nicht auf die Finger oder so. Ah, genau, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das geht, bezieht sich eigentlich, die Steuerung bezieht sich eigentlich immer nur auf den Mann. Also auf den Mann der Blase, den Forscher sozusagen oder was er ist. Den kann man dann so nach oben und unten bewegen. Der Rest bleibt immer gleich. Man drückt immer auf die Kristalle und je nachdem, ob man jetzt swipen oder irgendwas eingestellt hat, muss man entweder den, genau bei Tap muss man ihn halt auswählen, den Mann,
und ihn nach oben schieben oder nach unten. Bei Balance kann man es einfach mit dem Handy nach oben und nach unten kippen und bei Swipe kann man draufdrücken und den einfach nach oben ziehen. Genau, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Gut, dann probiere ich das noch ein einziges Mal mein Glück und hoffe, dass ich das natürlich hinbekomme, dieses coole Game. Also mir macht es richtig Spaß. Also es weckt auch richtig meinen Ehrgeiz, wenn ich hier so... Okay, ja. Okay, ich bin schlecht, ja. Ihr seht's, vielleicht kriegt ihr das ja besser hin als ich. Aber wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, dieses coole Card-and-Action-Game zu spielen, dann müsst ihr einfach den Link in der Videobeschreibung anklicken, Raid Later. Und dann kommt ihr direkt zum Spiel und könnt euch das aus dem Google Play Store downloaden. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.